Ein Zeitreisender zeigt angeblich ein Foto aus dem Jahr 2118. So soll sie nun aussehen, laut ihm. Immer öfter häufen sich Vorfälle von Personen, die angeblich aus der Zukunft kommen wollen. Nun will einer von ihnen mit einem eindeutigen Beweis zurückgekehrt sein. Bislang hielten sich diese Zeitreisenden verdeckt und wollten ihre Identität einfach nicht preisgeben. Ganz anders ist da Alexander Smith. Der Amerikaner, der so aussieht, als ob er gerade von einer Businessreise angekommen ist, will unbedingt, dass die Welt von ihm erfährt. Er gibt an, aus dem Jahr 2118 nach Christus zu kommen. Jedoch wurde er im Jahr 1981 dorthin geschickt. Damals hätte die CIA bei ihm angeklopft und ihn zum ersten Zeitreisenden auserkoren. Nach einem kurzen Ausflug soll er nun zurückgekehrt sein. Die künstliche Intelligenz wird zur Gefahr. Um seinen Trip zu beweisen, hat er extra ein Foto aus dem Jahr 2118 mitgenommen haben. Darauf ist nämlich zu sehen, mehrere futuristische Türme, die in den Himmel emporragen. Dieses Foto wurde im Jahr 2118 geschossen, sagt er einfach so in die Kamera, ohne dabei sein Gesicht zu verziehen, und über die Zukunft kann er schon so einiges berichten. So werde die künstliche Intelligenz zur wahren Gefahr der Menschheit werden. Doch die größte Bedrohung sei jedoch immer noch die Erderwärmung. Es gibt einfach zu viele Menschen auf diesem Planeten. Zeitreisen sind das neue Mallorca. Heutzutage scheinen immer mehr Menschen aus der Zukunft zu kommen oder haben sie besucht. Und wie die Besucher der Balearmann-Insel, haben auch die Zeitreisenden. Schockierendes zu berichten. Wie kleine Giftpilze schießen seit einigen Monaten Bekenntnisvideos von angeblich echten Zeitreisenden auf YouTube. Ein 50-Jähriger, der dank Drogen wieder wie 25 aussieht und sich einem Lügendetektor-Test unterzieht, jedoch mit wenig überraschendem Ergebnis, oder ein aus dem Jahr 6000 zurückgekehrter Paranoimann. Doch das alles könnte auch mit den gestiegenen Alien-Aktivitäten auf unserer kleinen Erde zusammenhängen. Massenhaftes Vogelsterben, Frauen, die behaupten, Sex mit Außerirdischen gehabt zu haben, oder einem Jungen aus Russland, dem Experten glauben, er sei AOA einer anderen Welt. Die Welt wird immer komplexer und es gibt viele Sachen, die wir wohl einfach nie verstehen werden. So auch den neuesten Fall eines angeblichen Zukunftsbesuchers, der aus dem Jahr 2118 kommt. Er hat sogar ein Foto dabei, mit dem er seine Reise bewiesen will. Jedoch ist die größte Gefahr für uns die Erderwärmung, der stetig steigende Meeresspiegel sowie der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre, und oder wir werden jeden Tag mehr Menschen. Ende.